Ja, Mahlzeit, liebe Freunde, Gäste, Kritiker. Herzlich willkommen zurück auf diesem meinem ältesten Kanal. Ich feiere heute wieder Einzug mit, ihr seht das, einem neuen Logo oder einem neuen Hintergrundbild. Das ist ja nicht so ernst gemeint, es soll ja nur ein bisschen auch ein Spaß sein. Auch wenn die Themen, über die wir gemeinsam sprechen, oder meistens spreche ich und ihr hört zu, wobei ihr postet ja auch sehr viel und ich kommentiere das eine oder andere, was ihr postet, ja auch so wie meine Zeit und meine Muße es zulassen. Es ist ja eine über die Maßen ernste Zeit. Das kann man, glaube ich, sagen. Ich finde es umgekehrt ja immer wieder erstaunlich. Es gibt ja manche Leute, die auch über ernste Themen, ähnliche Themen wie ich, berichten. Und das teilweise mit einer gelassenen Fröhlichkeit, wo ich mir nicht darüber im Klaren bin, wie ich diese emotional einordnen soll. Natürlich mache ja auch ich meine Scherze darüber und lache. Es geht ja nicht anders, wenn ich hier nur in Leichenbitter Miene und im Tonfall wie bei der Beerdigung alles von mir gäbe. Wer wollte das hören? Das geht ja nicht. Man befindet sich also immer in einem gewissen Zwiespalt zwischen der Ernsthaftigkeit der Lage und der Unmöglichkeit, sich über alles immer nur aufzuregen oder alles immer im Tonfall des Weltuntergangs zu berichten, zumal auch die letzten 10 Jahre, aber auch überhaupt das menschliche Leben und die menschliche Geschichte uns eines lehren. Vielfach sehen die Menschen ja die Katastrophe kommen und dann passiert sie nicht, während meistens die Katastrophen, die über die Menschen hereingebrochen sind, solcher Art waren, dass sie die Zeitgenossen überraschend traf. Der Angriff erfolgt zuweilen von unerwarteter Seite für die Beteiligten. So scheint es jedenfalls. Wir halten uns ja für klüger wie die Menschen aller vergangenen Zeiten, so wie es die Vergangenen auch jeweils für sich taten. Andererseits halten wir die Mitmenschen generell in allen Zeiten immer für dümmer, als wir uns für selbst halten. Das ist generell in der Geschichte so. Die Klage, dass die Gegenwart eine schlimme Zeit ist und die schlimmste aller Zeiten, ist so alt, wie wir zumindest die geschriebene Geschichte der Menschheit kennen. Ich habe mir durchaus lange überlegt, womit ich meinen Wiedereinstand hier beginne. Ich hätte ein Thema wählen können, das mir im Moment sehr am Herzen liegt. Das wäre dann ein religiös-spirituelles gewesen, denn ich persönlich versuche, mich wieder mehr im Spirituellen zu verwurzeln, all dieweil ich den starken Eindruck habe, sich zu sehr in diese weltlichen Dinge verstricken zu lassen. A, tut mir nicht gut, ist nicht so sehr das, was ich wirklich im Leben machen will. Ich bin bei aller politischen Philosophie in erster Linie ein spiritueller Lehrer und erst in zweiter ein politischer Mensch. Das andere ist natürlich, es wird zu diesen Dingen jede Stunde, jede Minute so viel gesagt, dass ich zum Beispiel das Gefühl habe über die Corona-Frage, wer kann darüber noch Dinge sagen, die wir nicht schon gehört haben? Mein, es kommen auch so viele ständig jeden Tag neue Spirenzchen auf, sodass selbst der Gutwilligste wohl irgendwann die Schnauze voll hat, ständig neue widersprüchliche Haltungen zu hören. Ich will mich deswegen auch um Corona im Besonderen in diesem Video auch nicht beschäftigen. Nur noch einmal diesen Gedanken wiederholen von einem
Video, das ich auf meinem Zweitkanal Nachtgedanken unterbreitet habe. Dass es nämlich hier nicht ein Versagen primär der Wissenschaft ist, das ich nicht sehe, denn dass Wissenschaftler vielfältige unterschiedliche Meinungen haben und ihre Meinung in einem neuen Gebiet auch immer wieder revidieren, das ist der normale Gang der Wissenschaft. Was hier fehlt, ist die Verantwortungsbereitschaft der Politik, auch einer Politikkaste, die ein Bildungsniveau besitzt, das mit solchen wissenschaftlichen Informationen sinnvoll umgehen kann und das rhetorisch geschult ist, das in einer sinnvollen Weise den Menschen zu erklären und zu präsentieren. Weil sie aber weder rhetorisch geschult sind, noch die meisten Politiker irgendeine Ahnung haben, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert, und sie überdies eine Bande von Feiglingen sind, schicken sie die Wissenschaftler vor und sagen, Herr Drosten, Herr Kekule oder wen sie immer sich aussuchen, gehen Sie mal nach vorne, erklären Sie mal, ich halte mich fein raus und wenn was schief läuft, dann kann ich den Wissenschaftler als Bauernopfer opfern und ich, der Politiker, bin fein raus. Also ich habe ja nichts entschieden, sagt der Politiker, und kann dann den Wissenschaftler als Bauernopfer, als Sündenbock fallen lassen und sagen, ja, der hat es mir ja so und so gesagt. Nun ist einfach ein Wissenschaftler, der sieht eben die Dinge aus der Perspektive seines jeweiligen Fachs und wenn er gerade sowieso jeden Tag forscht im Labor, kommen halt ständig neue Ergebnisse rein, dann hört er von den Ergebnissen anderer. Dass der ständig sich im Unsicheren ist das Normale. Es wäre keine Wissenschaft, wenn ein Wissenschaftler sich regelmäßig Dinge revidieren müsste. Aber es entsteht eben ein chaotischer, die Leute irreführender Eindruck und das ist meines Erachtens nicht so sehr ein Plan als die Charakterschwäche und die Feigheit der Politiker, die sich nicht mehr hinstellen wollen und sagen, ich bin der verantwortungstragende Politiker. Nehmen wir mal beispielsweise einen Mann wie Helmut Schmidt. Es gab ja damals die Entführung des, ich glaube, Hans-Martin Schleyer war es, wo die Rote Armee-Fraktion, also eine kommunistische Terrororganisation in Deutschland, meines Erachtens, wenn ich mich richtig entsinne, Gefangene freipressen und Geld haben wollte. Und Schmidt als Politiker, der hat sich mit Sicherheit Fachleute berufen. Psychologen, Kriminologen, was man will, Sicherheitsfachleute, also Experten zu bestimmten Gebieten, hat die gehört, aber er, der Politiker, hat die Verantwortung getragen und die Entscheidung getroffen. Und das wäre, was Anstand und Vernunft gebieten, dass wir sehen, Politiker hören sich die Dinge an und sie treffen die Entscheidung. Sie erklären uns auch, warum die und die Entscheidung ist, auch in einer Art, die Charakterstärke zeigt, nicht ein Hin und Her und die rhetorisch ein Bildungsniveau zeigt, wo man sagt, okay, auch wenn ich dem gar nicht zustimme, das war ja damals bei vielem, was Helmut Schmidt entschieden hat, durchaus der Fall. Aber niemand wäre damals auf den Gedanken gekommen, dass Helmut Schmidt die Sache verantwortungslos von sich gewiesen hätte. Da liegt für mich der Hase im Pfeffer. Wir haben also eine Politik, die das Geschäft der Politik einfach nicht mehr verantwortungsvoll betreibt. Da will ich auch gar nicht so sehr jetzt den System, ich persönlich gar nicht den Systemwechsel per se, sondern meine Meinung ist, das System ist so nicht schlecht, aber es hat eben schlechte Mundschenke, wenn man sich mal mit Sokrates ausdrücken möchte. Es hat eben schlechte Mundschenke bekommen, weshalb mein Anliegen auch sich mehr auf einerseits das konfuzianische Ideal der Bildung, aber auch als Bildung nicht im Sinne von Wissen eintrichtern, 1000 Bücher lesen, sondern im Sinne der Charakterbildung. Was für mich auch ein spirituelles und philosophisches Element beinhaltet, dass ich sage, die Menschen, die in unserem Staat Verantwortung tragen dürfen, müssen sich in einer Weise
unterweisen lassen, die nicht einfach nur das ist, derjenige ist, der die meisten Stimmen bekommt. Das ist ein Gedanke, an dem auch ich im Moment nur arbeite, keine vollständige letzte Präsentation habe, der in mir arbeitet und ich auch in mir selbst erforschen möchte, inwieweit zum Beispiel philosophische Schulung nicht in diesem modernen Sinn. Ein Neoplatonist, den ich flüchtig kannte, hat mal den schönen Satz gesagt, also es gibt Kreise, die die Philosophie noch immer so betreiben wie die Menschen in der Antike, nämlich als praktischen Lebensrat. Und das war ein Mann, der da sehr profiliert war, und der sagte, die moderne Philosophie ist eigentlich nur eine Spezialisierung der Grammatik. Das ist vielleicht ein bisschen, war auch polemisch gemeint, aber die moderne Philosophie, das heißt die Philosophie der letzten 400-500 Jahre, dreht sich halt vor allen Dingen um Worthuberei, die den Normalmenschen eigentlich nichts nützt und eher in die Irre führt, auf das glatte, sinnfreie Parkett von Worthubereien, anstatt die Menschen tatsächlich in Tugend und Erkenntnis zu führen, die auch lebenspraktische Bedeutung hat. Diesem antiken Bild der Philosophie, auch der Verbesserung des Menschen, ist etwas, dem ich mich ja persönlich verpflichtet sehe. Wie man das den Menschen in der Gegenwart nahebringen kann, darüber bin ich mit mir selbst sehr im Unklaren. Auch das ist einer der Gründe, warum ich dazu im Moment nicht so viel sagen möchte. Es ist etwas, das sich in mir auch erst entwickeln muss. Aber ich glaube, daran hapert es vor allen Dingen, um ein kleines Fazit vor dem eigentlichen Thema, zu dem ich heute sprechen möchte. Ich glaube, und ich wiederhole das, was ich in den Nachtgedanken-Videos der letzten Wochen schon immer wieder gesagt habe, ich glaube nicht mehr, dass es in der nackten Politik wirkliche Lösungen gibt. Was nicht heißt, dass die Politik unwichtig ist. Natürlich ist die Frage, gibt es Mindestlohn oder nicht, gibt es so hohe oder so niedrige Renten, was man will, sind alles wichtige Fragen. Aber wir haben einfach keinen Menschenschlag, der gebildet ist, charaktergefestet und in sich geistig vertieft ist, ob man das nun spirituell nennt oder anders, die sich selbst gut kennen und in sich geforscht haben, hineingehorcht und sich seelisch entwickelt haben. Denn nur solchen Menschen könnte man das Geschäft der Politik wirklich anvertrauen. Und solange wir nicht eine Systematik haben, wieder solche Menschen zu erschaffen, wird jede politische Idee immer nur kurzzeitige Flickschusterei bleiben. Das ist heute meine festere Überzeugung denn je. Was einer der Gründe ist, warum ich die Politik zwar nicht aufgebe, aber mich persönlich nur noch sehr bedingt mit Alltagsfragen befassen möchte. Eine, mit der ich mich jetzt befassen möchte und muss, ist eine, die bekanntermaßen gar nicht meine Stärke ist, nämlich etwas Ökonomisches. Ich hangle mich aber hier an zwei Dingen, an zwei Artikeln entlang und möchte darauf hinweisen, es geht mir hier als Soziologe weniger um die Frage der ökonomischen Sinnhaftigkeit dieser Entscheidung, sondern vom soziologischen Standpunkt aus, was das bedeutet. Die ökonomischen Tragweiten zu beurteilen, will und muss ich anderen überlassen. Es geht darum, dass es ein Gerichtsurteil gibt, und zwar eine Art, einen Konflikt zwischen zwei Instanzen. Wir haben hier den EuGH, den Europäischen Gerichtshof, der das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, so heißt es hier, in die Schranken weist. Es geht um Anleihen, Finanzierungsmöglichkeiten
der Europäischen Zentralbank, die sogenannten Anleihekäufe. Das heißt, es ist, um es auf etwas herunterzubrechen, es ist ganz generell die Frage, welche Mittel der Geldpolitik und der Wirtschaftspolitik in Deutschland erlaubt sind oder nicht. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sich Europäischer Gerichtshof und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, was unser oberstes Verfassungsgericht ist, sagen wir mal, sich im Streit liegen. Nun ist es formal juristisch, wenn ich es richtig weiß, natürlich so, durch die Schaffung des Europäischen Gerichtshofs hat der Europäische Gerichtshof die Oberhoheit. Durch diverse Vertragswerke der Europäischen Union. Andererseits ist natürlich die heiße Frage, und das ist etwas, wo ich als Nichtjurist nicht beantworten kann und auch nur die Problematik nur aufzeigen möchte. Deutschland hat eine Verfassung, das Grundgesetz, oder jedenfalls ein Grundgesetz, das den Rang einer Verfassung und die Stelle einer Verfassung einnimmt. Das ist, nimmt sich relativ gleich auf. Detailhubereien mag ich in dieser Thematik ohnehin auch nicht eingehen. Jedenfalls, wir haben de facto die Verfassung des Grundgesetzes, das hier gilt und in dem eigentlich relativ klar das deutsche Volk als der letzthöchste Souverän drinsteht, der auch nicht also dem die Souveränität auch nicht weggenommen werden kann. Sie ist an sich auch keine teilbare. Von dieser Hinsicht her müsste man sagen, und ich sage das nur als Soziologe und Historiker, nicht als Jurist, das bin ich nicht. Meinem Verständnis als Soziologe nach ist eigentlich die Europäische Union per se mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Das ist schon lange meine Meinung. Das Abgeben der Souveränität ist für mich nicht grundgesetzkonform, und zwar nicht mal in einem Teil. Denn der Souverän ist das deutsche Volk und niemand sonst. Und diesem Souverän kann die Souveränität nicht weggenommen werden. Es gibt ja auch keine europäische Verfassung, die die Nationalverfassung nun toppen würde. Man hat es ja versucht, das ist ja gescheitert, wobei man sagen muss, in Deutschland gab es keine Volksbefragung. Damit hätte aus meiner Sicht, selbst wenn es eine solche europäische Verfassung gegeben hätte, diese keine Legitimität. Denn auch wenn das Grundgesetz ohne einen Volksentscheid zustande gekommen ist, waren das einfach andere Zeiten. Aus vielen Gründen, auf die ich nicht alle eingehen kann, nach dem Kriege, war es durchaus sinnvoll, die Schaffung einer damals vorübergehenden Verfassung oder wie es damals hieß, eines Verfassungsersatzes, zunächst einmal nur durch die Parlamentarier, also die Politiker, entscheiden zu lassen. Es wäre nach dem Krieg und unter den politischen Umständen der Bundesrepublik dann 1949 bzw. Deutschlands 45, also der Jahre nach dem Krieg, wahrscheinlich viel zu riskant gewesen und nicht wirklich tragbar, hier Volksentscheide zu machen. Und ich glaube, wir sind mit dem Grundgesetz ja nicht mit einem nicht ganz schlechten Verfassungswerk oder Verfassungsersatz durchaus so weit gesegnet, dass es viele Länder gibt, die sich das als Vorbild gewählt haben. Auch wenn ich mir ebenfalls persönlich gewünscht hätte, dass die zentralen Verfassungsrechte nicht ständig diesen Zusatz gehabt hätten, aber Details regnet das Gesetz, sondern dass wir einige Grundrechte hätten, die uneinschränkbar in dieser Verfassungsform gestanden hätten, so wie in der Verfassung der Vereinigten Staaten. Also dass es nicht immer diese starken Hintertürchen gegeben hätte, gerade zum Thema Meinungsfreiheit. Zum Beispiel, ich hätte mir definitiv auch ein Recht auf, wie in den USA, der
der Selbstverteidigung, ein Selbstverteidigungsrecht mit dem Recht auf Waffenbesitz. Da auch wenn ich ein Anhänger des Staates und der Staatsidee bin, es klar so sein muss, dass der Staat sich vor seinen Bürgern fürchten muss und es für mein Grundverständnis zum Recht jedes freien Menschen gehört, dass er sich bewaffnen darf. Man kann einem freien Mann, einer freien Frau das Verteidigungsrecht an sich nicht revidieren. Das ist mein Staatsverständnis. Jedenfalls, nun kommen wir hier, ich hangle mich nun zu diesem Thema anhand von zwei Artikeln, was ich jetzt lange nicht mehr gemacht habe, auch weil mir das Thema nicht so vertraut ist, ich es aber für unsere Gegenwart, ich versuche das dann ins Metathematische zu ziehen, das für unsere Zeit relativ wichtig ist, nämlich in der Frage, wer regiert uns denn eigentlich? Gewählte Politiker oder Gerichte? Das ist im Kern die Frage, um die es dabei für mich stark geht. Denn wie gesagt, ökonomische Fragen oder juristische Fragen müssen Ökonomen und Juristen beantworten. Ich bin Soziologe und Historiker und kümmere mich um die soziologischen und historisch relevanten Fragestellen in dieser Thematik. Hier ist ein Artikel von gestern aus der Süddeutschen vom 8. Mai 2020. EuGH weist Karlsruhe in die Schranken. Nur Sie selbst dürften beurteilen, ob die Handlung eines EU-Organs gegen europäisches Recht verstoße, betonten die Luxemburger Richter. 3 Tage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank EZB hat der Europäische Gerichtshof EuGH seine alleinige Zuständigkeit bei Fragen einer EU-Rechtsverletzung von europäischen Institutionen betont. Zitat: Um die einheitlichen Anwendung des Unionsrechts zu gewahren, ist nur der zu diesem Zweck von den Mitgliedstaaten geschaffene EuGH befugt, festzustellen, dass eine Handlung eines Unionsorgans gegen Unionsrecht verstößt, erklärte der EuGH am Freitag in Luxemburg. Die nationalen Gerichte seien demgegenüber verpflichtet, die volle Wirksamkeit des Unionsrechts zu garantieren. Nur so bleibt die Gleichheit der Mitgliedstaaten in der von ihnen geschaffenen Union gewahrt, erklärte der EuGH. Und das ist natürlich, bedeutet natürlich, dass Verträge in der Europäischen Union vor der Verfassung der Nationalstaaten zu gelten haben. Und das sehe ich als eine grundsätzlich mit dem Gedanken von Verfassung nicht vereinbarte. Der Grundgedanke einer Verfassung ist, dass über ihr nichts steht. Sonst ist es keine Verfassung. Sie ist das Ultimative. Also der letzte Punkt, im Prinzip wie wenn man will, im Religiösen die Bibel, die 10 Gebote oder was man will. Es gibt keine Instanz darüber. Sonst ist es keine Verfassung. Sonst ist man im Zustand der Verfassungslosigkeit, in dem es vielleicht eine Verfassung auf dem Papier gibt, aber de facto nicht mehr. Denn es gibt kein europäisches Volk, das gibt es nicht. Ein europäisches Volk würde zum Beispiel soziologisch und historisch erfordern, dass alle Mitglieder des Volkes sich miteinander in einer gleichen Sprache verständigen können. Es ist aus meinem soziologisch, wie gesagt, soziologischen Staats- und Gesellschaftsverständnis nicht rechtfertigbar, ein Staatsgebilde zu konstruieren, in dem die Bürger nicht miteinander reden können. Denn man kann zwar sagen, manche sprechen Englisch, aber erstens mal ist Großbritannien, das Mutterland der englischen Sprache, nun gerade aus der Europäischen Union ausgetreten, was ohnehin die Frage des Englischen als Institutionssprache ein bisschen lächerlich macht. Warum sollten wir die Sprache als Institutionssprache eines Landes wählen, das die Gemeinschaft gerade verlassen hat? Damit hat sich vermeintlich Dafürhalten Englisch als Verkehrssprache der Union eigentlich auch erledigt. Und dann wäre die komplizierte Frage zu stellen, was wird es dann? Deutsch, Französisch, Esperanto? Man weiß es nicht. Also wir sind auch da schon in einer Lage, wo eigentlich es gibt keinen europäischen Staat.
Schlicht und ergreifend, weil es kein europäisches Volk gibt. Solange wir nicht die Nationalstaaten abschaffen und die Leute zwingen, alle die gleiche Sprache zu sprechen, können wir nicht gemeinsam zu einem demokratischen Konsens kommen, weil ich die meisten Politiker fremder Länder, die mit in der Europäischen Union entscheiden, nicht verstehe. Ich kann mir über sie kein Urteil bilden, denn ich spreche nicht Portugiesisch, Polnisch und die meisten anderen Sprachen. Ich spreche nur Deutsch und Englisch. So. Also jedenfalls ausreichend, um Inhalte zu verstehen. Das ist die Krux. So. Und das Zweite ist natürlich, dass diese Leute in der Europäischen Union, die dort sitzen, Kommissionen sind oder Kommissare sind und sonstige, die wir weder gewählt haben noch abwählen können. Und damit ein erheblicher Teil dieser Leute, die diese Entscheidungen treffen, in keinem Sinne des Wortes demokratisch legitimiert sind. Während, was immer man über die Bundesrepublik sagen kann und das Personal, die Leute, die in unseren Parlamenten sitzen, tatsächlich abgewählt werden können und tatsächlich auch demokratische Legitimation besitzen. Man mag sich über die Einzelheiten streiten, aber im Großen und Ganzen läuft es darauf hinaus. Deswegen hat ein europäischer Gerichtshof, der aufgrund von europäischem Recht urteilt, meinem, wie gesagt, historisch-sozialwissenschaftlichen Verständnis nach eigentlich für Deutschland keine wirkliche Legitimität. Ich sage ausdrücklich, ich beurteile das als Soziologe und Historiker. Die juristischen Feinheiten überlasse ich hier den Juristen. Die interessieren mich nicht. Weiter heißt es hier, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte am Dienstag die billionenschweren Aufkäufe von Staatsanleihen der Euroländer durch die EZB als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Mit seinem Urteil stellte sich das deutsche Verfassungsgericht zum ersten Mal überhaupt gegen den EuGH, der 2018 in seiner Entscheidung zu dem Ergebnis kam, dass die Käufe nicht gegen das EU-Recht verstoßen. Nun haben wir ja heute eine erweiterte größere Lage wie zu Anfangs. Natürlich war, es fing ja alles, der Sündenfall fing ja an mit der Lehman-Pleite. Damals fing das Übel an, dass man, wie man so schön damals der Spruch aufkam, der ja den Kern des Problems oder einen Kern des Problems sehr genau beschreibt. Es ist die Privatisierung des Profits und die Vergemeinschaftung der Verluste. Das heißt, eine Bank, die Profite macht, heimscht die Profite nur selbst ein. Eine Bank, die in Schwierigkeiten ist, wird aber durch den Steuerzahler gerettet. Und das ist ein nicht vertretbarer, moralisch jedenfalls nicht vertretbarer Zustand. Man kann eine Firma nicht sagen, ja, wenn wir Profite machen, gehört das Geld uns und wenn wir Verluste machen, hat das Volk aufzukommen. Das geht moralisch nicht. Inwieweit das mich mit den Verfassungen oder Gerichtsurteilen oder Gesetzen deckt, das, wie gesagt, ich urteile hier nur aus Sicht eines Soziologen und Philosoph von mir aus noch. Das ist nicht erklärbar, es ist nicht auf Dauer tragbar. Und selbst wenn man sagt, es ist jetzt, man hat ja gesagt, ja, wir haben das nicht ganz vorhersehen können oder es ist jetzt, er trifft uns jetzt unerwartet. Ich bin ja nicht inflexibel, dass ich damals gesagt habe, gut, wenn wir sehen, es ist, wir sind jetzt wirklich in einer Not, in der als einmalige Sache eine wir gegen die Normalität der Regeln etwas anders handhaben. Das halte ich als Realpolitiker oder als Vertreter der Realpolitik für sinnvoll und vertretbar. Aber wenn ein Fehler zustande kommt, dann muss auch das System so umgestrickt werden, dass sich das nicht wiederholt. Und das ist ja unterblieben. Schäuble, der damals, glaube ich, Finanzminister war, hat ja gesagt, ja, das wäre jetzt eine Schwäche, man müsste das anders machen. Und es hat sich vom System her ja gar nichts geändert. Das ist das Problem. Nun ist das Prinzip eingerissen, dass per se für Fehlentwicklungen der Wirtschaft immer und immer wieder der Steuerzahler, also die Allgemeinheit, aufkommen muss. Auch wenn nicht klar ist und es unscharf ist, inwieweit die Allgemeinheit überhaupt einen Nutzen davon hat. Und dass nicht am Schluss Fehlentwicklungen wieder weitergehen wie bisher. Wie gesagt,
Es gibt sehr viele Leute, die auf wirtschaftlicher Expertise diese Geschichte der Anleihekäufe der EZB kommentieren. Das kann und will ich hier nicht. Ich persönlich bin, und da argumentiere ich betone das erneut sozialwissenschaftlich, ich bin der Überzeugung, es gibt im Bereich der Wirtschaftswissenschaft keine Patentrezepte. Es gibt, soweit ich die Geschichte der Wirtschaftswissenschaften kenne, die ich besser kenne als die Wirtschaftswissenschaften, es tauchen ja immer wieder sogenannte Experten auf, die sagen, das und das und das sei das Patentrezept. Und immer wieder sind Patentrezepte gescheitert, was mich zu der, als Außenstehender zu der Schlussfolgerung bringt, es gibt keine Patentrezepte in der Wirtschaft. Es gibt nur verschiedene Perspektiven und oftmals gibt es in der Politik wie in der Wirtschaft ja nur die Alternative zwischen einer schlechten und einer noch schlechteren Entwicklung. Darüber darf man, glaube ich, sich keine Illusionen machen, weil viele ja in dieser, ich sage das mit Verzeihung, dass ich das so sage, aber manche haben ja diese etwas naive Vorstellung, es gibt das, die gute Theorie der Wirtschaft, weil die stimmt, und die böse Theorie der Wirtschaft, weil die falsch ist, also so ein Schwarz-Weiß-Denken. Das halte ich der Komplexität der Materie der Wirtschaft für unangemessen. Auch eine Verfassung ist selten so klar, egal wie klar man sie versucht zu formulieren, dass sie einheitlich von allen Menschen nur auf eine bestimmte Weise interpretiert werden kann. Also jedes Gesetz, wie einfach man es auch formulieren mag, hundertprozentige Klarheit gibt es nicht. Deswegen kommt es natürlich zustande, dass unterschiedliche Gerichte trotz der gleichen Gesetze zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Mit dieser Unschärfe muss man in einer komplexen Gesellschaft leben. Also selbst primitiv formulierte Gesetze aus Urtagen haben schon den menschlichen Spielraum und den haben die Menschen auch ausdiskutiert. Ich sage nur eines aus dem Dekalog, den 10 Geboten, du sollst nicht töten. Da gab es dann die verschiedenen, ja, heißt das nur morden, heißt das nein, auf gar keinen Fall töten. Also der Wille des Menschen aus scheinbar klaren Texten herum zu interpretieren, was ihm jetzt gerade am ehesten zu Pass ist, ist so alt wie Gesetzestexte überhaupt. Das ist ein Dilemma, dem wir nicht entkommen. Aber die politisch-philosophisch relevante Frage ist natürlich, was hat denn den Vorrang? Unsere Verfassung, also der Nationalstaat und ein Volk, das sich eine Verfassung gegeben hat. Auch die meisten anderen Länder Europas haben ja Verfassungen. Ich glaube, Großbritannien hatte keine, weil die Engländer ja grundsätzlich da etwas andere Vorstellungen haben von den übrigen europäischen. Ich nehme an, die Mehrzahl aller europäischen Länder oder aller Länder der Europäischen Union, genauer gesagt, dürften Verfassungen geschriebene haben. Hier heißt es weiter, aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs könnten unterschiedliche Ansichten der Gerichte in den EU-Staaten, ob eine Handlung gegen EU-Recht verstößt oder nicht, die Rechtssicherheit beeinträchtigen. Die Einheit der Rechtsordnung in der EU könnte dadurch gefährdet werden. Darüber hinaus will sich der EuGH nicht weiter zu den Urteilen von Karlsruhe äußern. Das ist natürlich ein Scheinargument. Es heißt, dass eine höhere es insistiert, eine höhere Rechtssicherheit bedeute, wenn das Recht überall gleich ist. Wenn das so wäre, wäre die Bundesrepublik ein sehr rechtsunsicheres Land, denn wir sind ja ein Föderalismus, in dem wir Landesverfassungen haben. Also wir haben durchaus in den Bundesländern schon unterschiedliche Rechtslagen. Und da kann man ja dafür oder dagegen sein, aber ich nehme an, die meisten würden das nicht grundsätzlich ändern wollen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es eine Mehrheit gibt in der Bundesrepublik von Menschen, die einen Zentralstaat wollen, der also die Bundesländer abschaffen möchte. Es gibt sicherlich manche, die das möchten, aber ich glaube, viele sind es nicht. Und das heißt für uns, die meisten, die wir für den Föderalismus sind, tun das ja mit dem Gedanken, dass es eben gerade bedeutet, dass jede Region in Deutschland, und wir nennen den eben die Regionen Bundesländer, sich die Freiheit nimmt, in einigen Bereichen das Recht anders zu handhaben. Natürlich ist das eine, sagen wir mal,
Ungewissheit, denn man kann nun in ein anderes Bundesland kommen und weiß mitunter nicht, wie es dort gehandhabt wird. Aber das ist eben ein Preis, den wir für eine Art, sagen wir mal, Regionalität und Selbstverwaltung bereit waren zu bezahlen, dass wir natürlich Bundesrecht haben. Aber wir haben eben eine Abgrenzung, die auch Landesrecht erlaubt, die nicht erzwingt, dass alle Bundesländer in allen Bereichen die gleichen Gesetze haben. Das ist seit Gründung der Bundesrepublik so und das hat sich, man kann es sagen, im Ganzen auch bewährt. Ich sehe also den Einwurf des Europäischen Gerichtshofs nicht, warum es gezwungenermaßen so sein soll, dass Rechtssicherheit nur dann gewährleistet wäre, wenn in allen Nationen eines Superstaates EU oder wie immer man das Gebilde nennen will, die gleichen Gesetze gelten würden. Das sehe ich nicht als notgedrungen logisch. Denn wie gesagt, das ist in der Bundesrepublik selbst ja auch nicht der Fall. Und in allen, ich möchte sagen, in den meisten, ich weiß nicht, wie das ist, ich weiß, dass Großbritannien sich da ein bisschen föderalisiert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. So hat Schottland und Wales zum Beispiel haben eigene kleine Parlamente und auch eigene Befugnisse bekommen. Es wird auch andere eher föderal orientierte Länder in verschiedenen Maßen geben, in denen es auch dort regionale Gesetzgebungsmöglichkeiten gibt, die nicht unbedingt von der Zentrale des jeweiligen Nationalstaats entschieden werden. Damit ist nicht, bedeutet das nicht, dass die Rechtssicherheit beeinträchtigt ist oder dass die Rechtssicherheit gemindert ist, die ist einfach anders. Das ist auch in den USA nicht anders. Also wenn man von USA, von einem Bundesstaat in den anderen fährt, weiß man als Amerikaner, dass dort in anderen Bereichen andere Gesetze gelten. Das ist in Föderationen einfach normal, weshalb ich ja immer dafür plädiert habe oder schon länger dafür plädiere, wenn man die Europäische Union denn schon erhält, sie als eine Föderation freier Staaten zu etablieren und nicht als Zentralstaat. In einer Föderation kann es freiwillige Rechtsangleichungen geben, aber es bleibt eben bei den Nationalstaaten. Die Souveränität wird den Nationalstaaten in einer Föderation nicht weggenommen. Sie einigen sich nur freiwillig auf eine Rechtsangleichung und auch immer nur von Fall zu Fall und können sich vorbehalten zu sagen, es ist für uns Deutsche, Franzosen, Italiener, Dänen, wer auch immer, jetzt gerade nicht mehr zu Pass und unseren Vorstellungen gemäß, dass wir in diesem Bereich uns weiter an die freiwillig vereinbarte Gleichheit von Regeln halten. So wie es gar keine Frage ist, dass in den Rechten, die ein deutsches Bundesland hat, natürlich auch das Bundesland Berlin, Bayern oder welches auch immer, die Landesgesetze nach Maßgab der Grundgesetzordnung ändern kann, wie das Bundesland es eben jeweils will. Oder wie der jeweilige Volkssouverän des Bundeslandes es politisch wünscht, indem er diese oder jene Parteien wählt. Oder in vielen Bundesländern ja auch mittlerweile Volksentscheide und Volksbefragungen zum Zuge kommen können. Wie weit das Gesetzescharakter haben kann, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß schon, dass es Entscheidungen jedenfalls gibt, die in Bundesländern Volksentscheidungscharakter und ähnliche Mechanismen möglich sind. Da kann auch das Land Berlin etwas entscheiden, das dem Land Bayern gar nicht passt oder umgekehrt. Und damit müssen die einzelnen Länder leben. Deswegen ist ja die Existenz der Bundesrepublik nicht gefährdet. Also ist auch die Gefährdung der Europäischen Union nicht einsichtig, nur weil Nationalstaaten sich das souveräne Recht vorbehalten, einige Rechtsdinge anders zu handhaben als andere Länder. Das ist eine völlig aus der Luft gegriffene Behauptung des Europäischen Gerichtshofs. Und wir werden sehen, das ist eine Linie, die viele Europa-Fans in der Politik, in den etablierten Parteien natürlich auch so sehen. Hier heißt es, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU, hat sich ebenfalls zum Karlsruher Urteil geäußert. Es sei, Zitat, unausweichlich, aber auch gefährlich, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Gefahr bestehe darin, Zitat, dass auch die Verfassungsgerichte anderer Mitgliedstaaten sich auf das Bundesverfassungsgericht berufen und dem EuGH nicht folgen. Ja, so fucking what?
Schäuble sieht auch eine Gefahr für den Euro. Ja, der Euro ist gefährdet, weil er eine Schnapsidee ist. Aber gut, das wäre jetzt eine andere Debatte. Weiter Zitat Schäuble: Es kann gut sein, dass in den anderen EU-Mitgliedstaaten nun auch der Bestand des Euro in Frage gestellt wird, weil ja jedes nationale Verfassungsgericht für sich urteilen könne, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diese Situation macht niemandem Freude. Ja, dafür ist ein Gesetz nicht da, dass es den Politikern Freude macht. Man müsse nun politisch umso mehr alles daran setzen, Europa zu stärken. Ja, da haben wir wieder. Also erstmal die Vertauschung Europa-EU lasse ich jetzt mal als Worthuberei beiseite. Wir wissen, das ist Propaganda, aber ist auch schon tausendmal gesagt. Man stärkt nicht die Europäische Union zwangsläufig damit, dass man alles gleich macht. Das ist ein logischer Fehlschluss, der bei den Politikern leider immer wieder gezogen wird. Sie glauben, man stärkt die Europäische Union, indem man einheitliche Richtlinien schafft. Und das ist keine zwingend logische Schlussfolgerung oder Vorstellung. Im Gegenteil, man kann genauso gut argumentieren, man stärkt die Europäische Union, indem man einen Wettbewerb von Systemen hat. Ich kann hier als Historiker auch eines ganz klar argumentieren. Es liegt meines Erachtens sehr klar auf der Hand, dass die Stärke Europas in der Weltgeschichte im Wesentlichen das Ergebnis von Konflikt gewesen ist, nicht von Harmonie. Und ich glaube, das lässt sich ziemlich klar aufzeigen, wenn man zum Beispiel die Geschichte Europas vergleicht mit der Geschichte Chinas. Die Han-Chinesen haben relativ früh einen sehr großen Raum Ostasiens in eine relativ einheitliche Kontrolle gebracht. Das Ergebnis war eher eine intellektuelle Stagnation. Während umgekehrt zwar es aus humanitären Gründen bedauerlich sein mag, dass sich Europa nach dem Niedergang des Römischen Reichs 1500 Jahre in dauernden Kriegen befand und Konflikten, aber man muss auch klar sagen, es hat dazu geführt, dass die europäischen Kulturen oder dazu beigetragen, sagen wir es mal so vorsichtiger, dazu nicht unwesentlich beigetragen, dass die europäische Kultur und die europäischen Staaten und Völker an die Spitze der Entwicklung des Globus gekommen sind. Mit Wissenschaften, mit gesellschaftlichen Entwicklungen und anderen Bereichen. Nun will ich sagen, ich möchte weder eine bellizistische Gesellschaft, in der wir uns ständig bekriegen, aber diese Vorstellung, mit einer Harmoniesoße alles zu übergießen in einer Art Staatsdirigismus, das ja durchaus stark und zunehmend sozialistische und kommunistische Züge annimmt. Ein Zentralismus, der alles regelt, ist keine Verbesserung. Ich bin schon dafür, dass man sagt, man versucht, gewisse Dinge anzugleichen. So, also für ähnliche Lebensverhältnisse in einer Europäischen Union eine Annäherung. Das bedeutet aber nicht, dass sie identisch sein muss. Das ist wie der Unterschied zwischen der großen, wichtigen und interessanten Debatte des Unterschieds zwischen Chancengleichheit und Gleichheit der Ergebnisse. Chancengleichheit ist das, was wir als sozialdemokratisch ansehen würden. Also, es gibt eine freie Marktwirtschaft, aber es gibt ein soziales Netz, das verhindert, dass Leute zu weit ins Nichts fallen. So. Das ist sozialdemokratisch, also oder soziale Marktwirtschaft, wie wir hier in der Bundesrepublik sagen, nach dem Ludwig-Erhard-Modell oder davor auch schon nach dem Bismarck-Modell. Das ist, was ich befürworte. Was ich nicht befürworte, ist eine sozialistische Idee der Gleichheit der Ergebnisse. Und das ist zunehmend das, wofür die Europäische Union steht, eine Gleichheit nicht nur der Chancen, sondern eine erzwungene Gleichheit der Ergebnisse. Und letzteres ist es, dass man sich mit aller Macht logisch widersetzen muss, weil jedes historische Beispiel, in dem das versucht wurde, uns zeigt, dass das in die Katastrophe führt. Weil die Gleichheit der Ergebnisse, die erzwungene, zementiert eine Gesellschaft auf einem sehr niedrigen Level fest. Das ist das Problem. Das ist eine ganz schlechte Entwicklung und das hat ja viele Ebenen unserer Kultur erfasst, nicht nur die ökonomische, nicht nur die soziale. Also wir sagen ja nicht umsonst von einem starken Linksruck in den westlichen Gesellschaften.
die links nämlich genau in diesem sozialistisch-kommunistischen Sinne sind, der Gleichheit der Ergebnisse und sich nicht mit der Gleichheit der Chancen begnügen. Und vieles, was in der europäischen Wirtschaft im Moment passiert, ist eben der Versuch eines, ich will sagen, im weitesten Sinne aus kommunistischem Gesellschaftsverständnis herausgeboren. Ich will jetzt nicht sagen, die Leute in der EZB sind Kommunisten. Das wäre mir zu viel gesagt. Aber man kann durchaus sagen, sie sind durch Denkfiguren des Kommunismus geprägt oder beeinflusst. Ob Ihnen das klar ist oder nicht, lasse ich dahingestellt, ist auch gar nicht wirklich wichtig. Sie sind durch kommunistische Denkfiguren geprägt, einer Gleichmacherei, die keine Verbesserung darstellen würde. Wenn wir zum Beispiel eine Schuldenhaftung, die ja schon teilweise da ist, aber wenn wir die ausweiten, zum Beispiel mit Eurobonds, das ist ja das ganz große Thema, dass jetzt die Corona-Geschichte, ich sage es mal so ganz vorsichtig, hat ja starke wirtschaftliche Schäden angerichtet und setzt noch weiter starke wirtschaftliche Schäden fort. Das ist klar. Nun geht es damit natürlich anderen Nationen schlechter. Italien zum Beispiel. Und so fordern viele in Italien nun mehr Schuldenhaftungen, also mehr, dass sozusagen die, wie soll ich das verstehen? Also soweit ich es verstehe, dass die Kreditwürdigkeit Italiens quasi vergemeinschaftet wird. Also dass Italien nicht mehr so viel Zinsen zahlt für seine Kredite, sondern dass es also heißt, es gibt dann nur noch die europäische Einschätzung. Und Zinsen dann für die Italiener billiger würden, während sie für uns teurer würden. Was natürlich wie jede Gleichmacherei die Initiative einerseits derjenigen, denen die Sachen erschwert werden, obwohl sie sehr gespart und gut gewirtschaftet haben, die gut gespart und gewirtschaftet haben, werden bestraft für ihr gutes Wirtschaften. Und die, die schlecht gewirtschaftet haben, haben gar keinen Anreiz mehr, sich zu verbessern, weil sie wissen, es gibt ohnehin das unendliche Füllhorn Deutschland. Das ist die psychologische Komponente, die sich aus so etwas leider immer wieder ergibt. Nun bin ich schon durchaus dafür, bis zu einem gewissen Rahmen europäischen Nationen in großer Not temporär zu helfen. Aber die entscheidende Schicksalsgemeinschaft ist eben ein Volk. Und das ist für mich das deutsche Volk. Und das italienische Volk ist zwar für mich ein befreundetes Volk, ein alliiertes Volk, aber es ist eben ein anderes Volk, ein anderer Staat. Und deswegen kann es mit solch einem Land auch nur temporäre Hilfen geben und keine institutionell verewigten. Das ist meine Meinung zu diesem Thema. Die Metafrage, die hier natürlich noch im Hintergrund steht, ich hatte das eingangs angedeutet, ist natürlich die Frage, werden wir mittlerweile von Richtern und Gerichten regiert? Das ist eine Frage, die mir auch wieder weniger, ich will hier nicht juristische Themen ansprechen oder politwissenschaftliche. Es geht mir hier als Philosoph um die höhere Warte. Natürlich sagen viele dann, ja, wir brauchen unabhängige Gerichte. Das ist schön und gut, das ist auch richtig. Die Gewaltenteilung ist ein hohes Gut und sie ist richtig und wichtig. Aber die Frage muss doch gestattet sein, wie weit werden wir von Richtern regiert? Oder hat es Sinn, sich in entscheidenden, grundlegenden Ausrichtungen der Politik von Richtern regieren zu lassen? Das ist ein Grund, warum ich teilweise per se mit der Idee von Verfassungen ein Skeptiker bin. Ich will jetzt nicht sagen, schafft die Verfassungen ab. Und das klingt erst einmal extrem radikal. Ich weise aber trotzdem darauf hin, dass zum Beispiel ein Land wie England bzw. Großbritannien keine Verfassung hat und trotz des Nicht-Existierens einer Verfassung nicht weniger Freiheitsrechte besitzt als Länder mit Verfassung. Denn es ist eine unterschiedliche Rechtsvorstellung. Im Englischen hat man die Rechtsvorstellung, wenn man eine Verfassung hätte,
würde man gewissermaßen die Menschen der Vergangenheit, der Zukunft oder sagen wir mal die Menschen der Gegenwart zu den Sklaven der Entscheidungen der Vergangenheit machen. Eine Verfassung wird ja einmal zu einem vergangenen Zeitpunkt in die Welt gesetzt und dann sind die Nachgeborenen daran gebunden, wie an ein göttliches Gebot. Nun kann man Verfassungen auch ändern, aber sie haben natürlich schon einen schwer änderbaren Rang. In Deutschland gibt es dann nochmal das sehr komplizierte Thema der sogenannten 20 ewigen Unveränderlichen. Das sind wohl die ersten 20. Auch das sind juristische Details. Ich kann als Historiker nur sagen, natürlich ist eine Verfassung per se nur ein Stück Papier. Das ist so. Das ist jetzt keine Polemik, es ist so. Gesetze werden befolgt langfristig, weil die Menschen daran glauben. Natürlich kann man Gesetze mit Polizei und Militär erzwingen, aber eine solche Legitimation durch puren Zwang lässt sich einfach nicht lang aufrechterhalten und es erfordert, dass zumindest ein Teil, zumindest die, die die Knüppel schwingen, müssen die Legitimität dieser Gesetze glauben. Also ohne den Glauben an die Legitimität einer Ordnung ist ein System irgendwann weg vom Fenster. Das ist Luhmannsche Systemtheorie, nur um mal hier einen Lesetipp zu geben, wobei das für die meisten nicht leicht zu lesen ist, aber das ist die theoretische Ebene, auf der ich mich hier bewege, für die Fachleute als Hinweis. Also das, was Luhmann in dem Buch Vertrauen beschreibt, die Legitimität von Gesetzen und damit von Staaten oder überhaupt von Systemen. Auch ein privatrechtliches System basiert auf dem Vertrauen. Das heißt, das ist eine Art, die Leute glauben, dass sich die Menschen an das halten, was auf einem Papier steht. Ob das ein Vertrag ist oder ein Gesetz, ist dabei eigentlich zweitrangig. Also es ist ein es ist eine Kommunikationsnormativität. Es ist die Erwartung, wenn ich mich einem Menschen gegenüber 10-mal redlich verhalte, dann sagt er, speichert er mich ab, der Caligula ist ein redlicher Mann. So, dann wird aus Verhalten eine Norm. Das heißt, jedes Verhalten, das ich tue, erweckt in dem Gegenüber ja die Vorstellung, dass ich mich wieder so verhalte. Das ist automatisch in unserem Kopf so drin. Also man sagt ja auch immer, man kann kein zweites Mal einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Das ist so ein Sprichwort vor allem aus dem Englischen. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen so bekannt ist. Man hat keine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen. Das ist zwar nicht ganz wahr, aber natürlich ist es soziologisch interessant und relevant, denn wie gesagt, jede Kommunikation, also jede Interaktion mit anderen Menschen setzt die normative Erwartung, dass wir uns wieder so verhalten. So sind wir per se gestrickt, sonst könnten wir gar nicht raus. So müssen wir, das Leben lässt sich gar nicht anders ordnen bei denkenden Individuen, also bei Menschen. Es sei denn, wir wären jetzt wie ein Kollektiv, wie die Borg, also die zwangsverbunden wären. Selbst bei Zwang, man kann ja nun argumentieren, ja durch die Macht der Gewehre, aber auch diese Gewehre müssen bestimmte Leute halten, die das glauben. Und es müssen zumindest genug Leute genug stillstehen, denn der Widerstand Gandhis hat gezeigt, dass man eine noch so große Armee hat. Wenn man eine Bevölkerung hat, die nicht mehr mitmacht, kommt man relativ schnell an sein Ende. Das ist das, warum diese Geschichten für mich von Verfassungen als Soziologe keine so große Bedeutung haben, sondern vielmehr, was ist das, was die Menschen als Legitimität akzeptieren? Und für die Mehrheit der Deutschen, wie auch anderer Staaten, ist eben die eigene Volksgemeinschaft und das, was aus dem eigenen Volk kommt, immer noch das, was die größere geglaubte Legitimität besitzt. Das heißt, es ist hier aus dem sozialwissenschaftlichen Gesichtspunkt zu betrachten und ich glaube nicht, dass es uns hilft, wenn wir uns immer in juristische oder grammatische Feinhubereien begeben, die nur das perpetuieren, was uns die Politik vorgibt, sondern wir müssen uns aus dem Parkett, aus dem Winkelkreis der politischen Vordefinitionen herausbewegen
Und eine Erkenntnis darüber ist eben, dass Menschen mit denen sie sich eines Volkes empfinden und betrachten und definieren, eine Rechtsordnung schaffen, die sie als legitim annehmen. Und wenn das von Personen kommt, die man als eben nicht dem eigenen Volk angehörend betrachtet, dass man dann auch die daraus gebildeten Gesetze als nicht mehr die eigenen annimmt oder ansieht. Das ist die grundlegende Problematik. Und bei aller Europabegeisterung oder EU-Begeisterung gibt es im Moment keine europäische Identität, aus ganz vielerlei Gründen. Und wird es auch auf für uns absehbare Zeit keine geben. Ich sagte schon eingangs, einer der entscheidenden Punkte, um das zu schaffen, wäre, dass alle Mitglieder der Europäischen Union ihre traditionellen Sprachen fallen ließen und die Erstsprache eine gemeinsame würde, weil wir nur dann als eine Gemeinschaft von Personen in einer Kommunikationsgemeinschaft uns befänden. Wenn ich einen Übersetzer brauche, bin ich mit anderen Menschen nicht mehr in einer Kommunikations- und Volksgemeinschaft. Das ist ja das, was das ständige Sprechen von anderen Sprachen der Migranten so schwer macht für uns alle. Dass sie darauf beharren, dass ihre Erstsprache die Sprache ihres ursprünglichen Heimatlandes oder vielleicht sogar des Heimatlandes der Väter oder Großväter oder Urgroßväter ist. Das ist ja keine Frage der Missgunst, sondern wenn sie das tun, zeigen sie, sie sehen sich nicht dem deutschen Volk zugehörig. Es ist eine Missachtung. Ein sich selbst ausgrenzen aus einem Volkskörper, weil man in der Öffentlichkeit demonstrativ dann nicht Deutsch spricht. Und wie gesagt, auch oft in der zweiten, dritten, mitunter vierten Generation. Und mit wem man nicht gemeinsam spricht und sich verständigt, zu dem gehört man nicht. Weil das die Basis ist, um eine Gemeinschaft zu bilden. Man versteht den anderen. Es ist ja umgekehrt, ich nehme mal ein biblisches Beispiel, der Turm von Babel. Es ist ja so, im Urzustand sprachen die Menschen nur eine Sprache. Alle konnten sich verständigen. Und der Turmbau zu Babel war dem Gott Yahweh ein Ärgernis. Und nun sagte er, wie schafft er es, dass die Menschen nicht mehr in einer Volksgemeinschaft aller sind? Er brachte die Sprachverwirrung, alle sprachen dann unterschiedliche Sprachen und damit war keine gemeinschaftliche Arbeit mehr zu bewerkstelligen. Wir haben natürlich heute Übersetzer, ist alles wunderbar und schön, aber es trägt meines Verständnisses als Soziologe eben nicht für eine Gemeinschaft im Sinne einer Nation oder eines Volkes. Auf diese Thematiken, die eben meine Expertise sind, wollte ich in diesem Thema hinweisen, weil diese Frage auch meistens ein wenig schnell gleich auf juristische Ebenen gezogen wird, auf politische Ebenen gezogen wird, die zwar relevant oder interessant sein mögen, aber aus meiner Sicht eigentlich gar nicht die essentiellen Fragen sind, sondern die darunterliegenden sozialwissenschaftlichen und philosophischen Fragen, die müssten eigentlich erstmal geklärt werden. Wir machen sozusagen den dritten, vierten Schritt, wie so oft in Europa oder in der Europäischen Union, vor den ersten Schritten. Das ist ja die Idee, die man des Euros, die man im Euro verbunden hat. Die Idee war, wir schaffen jetzt den Euro und der erzwingt sozusagen die Angleichung der Verhältnisse. Und das ist genau der Grundfehler, den man in der Europäischen Union immer macht. Man macht den dritten, vierten, fünften Schritt vor dem ersten und hofft sozusagen von hinten her, das andere mitziehen zu können. Und ich wage zu behaupten, das ist uns jedes einzelne Mal bisher auf die Fresse gefallen oder vor die Füße gefallen. Dieses Prinzip wurde mehrfach probiert, um eine Europäische Union in den Sattel zu setzen. Und das hat jedes Mal, es ist jedes Mal gescheitert, hat sich jedes Mal als schlechte Idee erwiesen, die Dinge nicht in der ordentlichen Reihenfolge zu machen. Gut. Ich will es damit bewenden lassen, mich mal einem etwas anderen Thema zugewendet zu haben, auch als Wiedereinstieg in den Kanal Emperor Caligula, der mir nach viel Zuspruch von einer großen Mehrheit klar ist, dass ich das fortführen möchte und werde. Der Kanal Nachtgedanken wird weiter bestehen. Ihr könnt dem auch subscribe bleiben, denn es ist ja keine Last, wenn da was im Hintergrund ist, wenn nichts kommt, seht ihr ja nichts. Und wenn Neues kommt, wenn ihr auf die Glocke immer klickt,
dann seid ihr ja auch, wenn lange nichts kommt, immer informiert. Immer dran denken, Kanäle, die euch interessieren, reicht nicht Abo. Man muss auch diese Glocke anklicken, damit man immer im Abo-Feed informiert wird. Ach, da ist was Neues, dann verpasst man nichts. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst. Freue ich mich, wenn ihr das Video auch teilt. Auch das ist für mich sehr hilfreich. Wenn euch dieser Kanal interessiert, dass ihr vielleicht darüber nachdenkt zu abonnieren. Kleine Klammerbemerkung, ein Block von Videos der letzten 2 Monate sind entfernt und bleiben entfernt, weil ich diese Debatte, die ich da angefacht habe, nicht mehr erneut aufkommen lassen möchte. Zu diesem Thema habe ich mich auf eine neutrale dritte Position bezogen und dabei bleibt es. Die meisten alten Videos sind ja aber noch da. Und zu guter Letzt freue ich mich natürlich, wenn ihr meine Tätigkeit und mich persönlich der ein oder andere unterstützen könnt. Unten gibt es immer eingeblendet eine E-Mail-Adresse, wo man mir über PayPal Unterstützung zukommen lassen kann, wenn euch das ausgesprochen, wenn euch das genug gefreut hat. Ich sag's mal so. Ja, ich hoffe, ihr habt ein angenehmes Wochenende. Lasst euch nicht verrückt machen. Kühlen Kopf bewahren, auch in schwierigen Zeiten, ist, glaube ich, für uns alle ratsam. Und wie ich es länger nicht mehr gesagt habe, hoffe ich doch aus dem Herzen heraus, ihr bleibt mir gewogen.